Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NZZ Akzent. It is disgusting. Shame on them. We are the victims here. Dennis, wer ist das? Wen hören wir da gerade? The people that we have been in business with are treating us. Wir hören hier gerade Fran Drescher. Sie ist Schauspielerin und eine der bekanntesten Fernsehgesichter der 90er. Okay, der Name sagt mir jetzt gerade nicht wirklich was, also woher sollte ich sie kennen? Du kennst sie vielleicht aus der Kultserie Die Nanny. Ah, okay, gut. Da klingelt auf jeden Fall was bei mir. Ja, Nanny Fine. Ganz genau, aber hier hören wir sie jetzt gerade nicht als Nanny, sondern als Vorsitzende der größten Schauspielerinnen- und Schauspielergewerkschaft der USA. We are labor and we stand tall and we demand respect. Und das, was wir da hören, das war vor einer Woche und es ist ein ganz geschichtsträchtiger Donnerstag. Warum? Fran Drescher kündigt an, dass Hollywood Schauspielerinnen und Schauspieler streiken werden. Das Besondere daran, es passiert gemeinsam mit Drehbuchautoren und das ist das erste Mal seit 63 Jahren. Wir kennen Fran Drescher aus der Rolle als Nanny, doch diese Rolle als Gewerkschaftschefin, das könnte jetzt die wichtigste Rolle ihres Lebens werden. You share the wealth because you cannot exist without us. Hollywood steckt mitten in einem Streik und das seit einer Woche. Im Mittelpunkt steht dabei Fran Drescher, die an vorderster Front für die Rechte von Schauspielerinnen und Schauspielern kämpft, erklärt NZZ-Redaktor Dennis Hoffmeier. Ich bin Sebastian Panholzer. Okay, Dennis, also wir hören es ja gerade, das Intro von der Nanny und wenn ich das so höre, ey, also bei mir kommen wirklich Kindheitserinnerungen hoch. Und wirklich so ein Flashback habe ich gerade irgendwie gerade. Ja, also so wird es vielen gehen. Und das Spannende ist hier ja, dass zwischen der Nanny Fran Fine und der Schauspielerin Fran Drescher, dass da sehr viele Parallelen bestehen. Wirklich? Welche? Ja, beide stammen zum Beispiel aus dem New Yorker Stadtteil Flushing und aus einer jüdischen Familie. Und in ihrer Paraderolle jetzt als Nanny spielt Drescher eine Kosmetikverkäuferin, die durch Zufall Kindermädchen wurde, in einem reichen Haushalt. Und lustigerweise ist sie auch im richtigen Leben, hat sie eine Kosmetikschule absolviert. Ah, okay. Also es ist sehr autobiografisch. Sehr viele Parallelen, Zeit. Ja. I come from Flushing. There is nothing these kids can throw at me that I haven't seen before. Except maybe their trust funds. Genau diese nasale, rauchige Stimme mit diesem typischen New Yorker Akzent ist wirklich ihr Markenzeichen. Genauso wie es ihre Miniröcke sind und ihr Haar, was mit Haarspray toupiert. Oh war. Ja, das stimmt. Das war immer sehr hoch toupiert. Genau, diese Serie war wirklich ein Riesenerfolg bis Ende der 90er Jahre und wurde zum Beispiel auch für einen Emmy nominiert. Aber dann, ehrlich gesagt, also ich habe keine weiteren Erinnerungen irgendwo, dass ich Fran Drescher nochmal irgendwo gesehen hätte. Also sie ist dann irgendwie so ein bisschen verschwunden nach der Nanny, oder? Genau, also diese Rolle als Nanny, die hat sie nie wieder so losgekriegt. Und dann wurde es, wie du gesagt hast, still um sie. Dann ist aber 2007 ein Buch erschienen. Und da schreibt sie über ihren persönlichen Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs. Denn Anfang der 2000er ist sie selber erkrankt und sie hat das Buch geschrieben, um Frauen zu helfen. Und diese Sache, die greift sie dann auch später auf und wird auch politischer. Und unterstützt 2008 zum Beispiel Hillary Clinton im Wahlkampf. Sie hat sich dann auch für den Kongress interessiert und wird auch auf Twitter aktivistischer, schreibt auch sehr kapitalismuskritische Sachen und ruft am Ende sogar zur Revolution in Amerika auf. Oh, okay. Aber sie beginnt nebenbei auch, sich für Rechte von Schauspielerinnen und Schauspielern einzusetzen und kämpft für die. Und so wird sie dann auch 2021 Vorsitzende der SAG-AFTRA. SAG-AFTRA? Was ist das? Das ist die größte Gewerkschaft von Schauspielerinnen und Schauspielern der USA. Steht für Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists. Und diese Organisation hat 160.000 Mitglieder. Wow. Also diese Gewerkschaften in Hollywood haben ein großes Gewicht, denn alle paar Jahre werden neue Rahmenverträge ausgehandelt und die Verhandlungen sind hart, aber wichtig, denn nur ein kleiner Teil der Hollywood-Schauspieler gehört zu dieser A-List und verdient wirklich Millionen.
Mhm. Die Nebendarsteller, die stehen sozusagen am Ende der Nahrungskette in Hollywood. Mhm. Und jetzt ist also Fran Drescher 2021 zur Vorsitzenden dieser größten Gewerkschaft von Schauspielerinnen und Schauspielern geworden. Was passiert dann? Also was macht sie dann? Wir machen hier mal einen Zeitsprung 2 Jahre später, mhm. also zum Zeitpunkt vor ein paar Wochen. Da war wieder Zeit zu verhandeln und diese Verträge neu zu verhandeln. Und das hat sie jetzt mit den Studios und den Streamingdiensten gemacht. Mhm. Wie läuft's so? Sehr zäh. Also Fran Drescher trifft sich da mit den Chefs von Netflix, Warner Bros. Und Disney. Und Fran Dreschers Gewerkschaft hat große Forderungen. Unter anderem wegen der Inflation wollen sie mehr Lohn. Mhm. Aber die Studiobosse, die gehen da gar nicht drauf ein und beklagen sich sogar selbst über Geldsorgen und machen stattdessen einen Vorschlag. Mhm. Und der macht Fran Drescher stinkwütend. Okay, was schlagen Sie vor? Sie schlagen vor, dass die Statisten, die im Hintergrund arbeiten, dass von denen eine 3D-Aufzeichnung gemacht wird, die immer wieder verwendet werden kann. Mhm. So bräuchte es zum Beispiel für eine Filmszene in einem vollen Restaurant oder in einer belebten Straße gar keine Menschen mehr im Hintergrund, mhm. weil die wiederverwendet werden können. Also die werden einfach immer wieder nachträglich eingebaut in die Szene und die Schauspielerinnen und Schauspieler, die müssen dann nicht jedes Mal vor Ort sein. Ganz genau. Und dann kommt noch dazu, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler alle Rechte an den Aufnahmen abtreten sollen mhm. und bekommen dafür lediglich einen Tagessatz bezahlt. Okay, kann man verstehen, warum dann Fran Drescher so stinkwütend wird? Warum machen die das? Ja, man muss natürlich sagen, die wollen so Geld sparen. Und man muss wissen, die Film- und Fernsehbranche ist seit langem im Umbruch. Und seit 10 Jahren bricht da Streaming alles auf, mhm. Fernsehen verliert. Und dazu kommt dann noch ein großer Konkurrenzkampf unter den Streaming-Anbietern. Also es sind riesige Produktionen teilweise, sind sehr teuer. Mhm. Aber Streaming wirkt trotzdem gesättigt. Das heißt, man ist sozusagen im Geldsparmodus. Okay, jetzt machen die Studios also Fran Drescher diesen Vorschlag von wegen mit KI zu scannen sozusagen. Also sie ist jetzt stinkwütend. Und was macht Fran Drescher denn jetzt? I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. Ja, da kommen wir eben zu diesem geschichtsträchtigen Donnerstag vor einer Woche. Fran Drescher tritt in Los Angeles, in der Zentrale der Gewerkschaft, vor das Mikrofon und vor die Journalisten. We are being victimized by a very greedy entity. I am shocked. Und man hört, sie ist wirklich wütend. Was sagt sie da? Sie sagt, es ist ekelhaft. Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht. Und sie spricht auch darüber, dass sich alles verändern wird wegen KI. Und wir sozusagen an einem Moment der Wahrheit sind. You cannot change the business model and not expect the contract to change too. Und Fran Drescher kündigt an, jetzt wird gestreikt. To proceed with a strike. It's a very serious thing that impacts thousands, if not millions of people all across this country and around the world. Wir sind gleich zurück. Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal, emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz. Okay, Fran Drescher kündigt an, jetzt wird gestreikt. Was heißt das denn konkret dann? Man muss sich vorstellen, die Leute gehen jetzt wirklich auf die Straße. Mhm. Die belagern Studios. Also wir hören es hier ja auch. Also es genau. ist wirklich so eine Demo. Ganz genau. Die sind wirklich vor den Studios, belagern die und die Schauspieler und Schauspielerinnen, die drehen auch nicht mehr. Mhm. Also sie geben keine Interviews mehr, machen keine Werbung mehr für Filme mhm. und sogar das Vorsprechen für Rollen ist auf Eis gelegt. Mhm. Das Besondere, eben gleichzeitig findet der Streik mit den Drehbuchautoren statt und die streiken schon seit Anfang Mai. Also das heißt eigentlich ganz Hollywood streikt gerade. Genau, es ist auch der größte Streik seit 63 Jahren. Okay, spürt man denn diese Auswirkungen jetzt schon? Also ich meine, sie streiken jetzt seit einer Woche, also merkt man das jetzt schon? Mhm.
man merkt es dadurch, dass auch viele bekannte Hollywood-Schauspieler diesen Streik unterstützen. Mhm. Das hat man zum Beispiel bei der Premiere von einem der Sommerhits gemerkt, Oppenheimer. Mhm. Da hat die Filmcrew nach dem roten Teppich die Veranstaltung verlassen. Mhm. Das war eben der Tag, als der Streik begann. Mhm. Okay. Und ähnlich ist es beim Film Barbie bei der Premiere in Berlin, weil eben Promo als Arbeit gilt. Mhm. Mhm. Und richtig merken wird man das jetzt bei den großen Filmfestivals, die anstehen in Venedig und in Toronto. Mhm. Das heißt, da kommen jetzt keine großen bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler. Genau, davon ist jetzt auszugehen, da man auch noch nicht weiß, wie lange dieser Streik dauern wird. Mhm. Und was schon jetzt klar ist, es mussten etliche große Kinofilme und bekannte Serien nach hinten verschoben werden. Mhm. Also die Starts und der Drehbeginn sogar. Mhm. In den USA merken sie die Auswirkungen beispielsweise jetzt schon sehr stark. Denn die wöchentlichen TV-Shows wie Jimmy Kimmel und die ganzen Talkshows, die können nicht mehr produziert werden, weil da eben die Gagschreiber fehlen. Okay, also es hat wirklich einen Impact auf die Arbeit in Hollywood. Absolut. Und der Streik kostet auch Millionen. Und was macht Fran Drescher jetzt? Well, you know, I feel like I've moved away from the acting career anyway. Ja, Fran Drescher gibt jetzt Interviews, hält Reden. Sie wird aber auch hart angegriffen, beispielsweise von Bob Iger, dem Disney-CEO. Mhm. Was sagt er? Er sagt, sie sollen sich schämen und es wären völlig überzogene Forderungen, die die Gewerkschaft stellt. Okay. Und was sagt Fran Drescher? Ja, Fran Drescher reagiert auch darauf und sagt, if I were that company, I would lock him behind doors and never let him talk to anybody. Die Firma soll Iger hinter verschlossene Türen verpacken. Mhm. Und er hätte keine Ahnung und er verdient ja Millionen. Mhm, mhm. Aber du hast ja gesagt, man weiß nicht, wie lange der Streik noch geht. Das heißt, sie verhandeln noch? Ganz genau. Man weiß halt wirklich nicht, wie lange es noch dauern wird, wie lange diese Verhandlungen noch gehen werden. Mhm. Insider aus Hollywood gehen davon aus, dass die großen Studios und Streamingdienste die Streikenden in Hollywood jetzt einfach ausbluten lassen. Sie warten also so lange, bis die Kleinen einfach kein Geld mehr haben. Weil es eben diese Verhandlungen vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler betrifft, die jetzt nicht Millionen verdienen, ganz Millionen genau. Gagen haben. Okay. Jetzt ist dieser Streik eben noch eine unbestimmte Zeit in Gang. Aber jetzt muss ich schon ehrlich sagen, ich meine, es wird ja immer wieder gestreikt. Gewerkschaften rufen immer wieder zum Streik auf. Das sehen wir bei der Bahn, das sehen wir bei Fluggesellschaften immer mal wieder. Aber warum ist es denn jetzt so wichtig, dass wir über diesen Streik von Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood sprechen? Zum einen ist es einfach eine Milliardenindustrie, Hollywood, und die größte Entertainment-Branche der Welt. Aber das hat auch wirklich mit dem Vorschlag der Studios zu tun, dass KI die Menschen dort ersetzen könnte. Mhm. Das hat in Hollywood eine riesige Angst ausgelöst, vor allem eben bei diesen Nebendarstellern. Mhm. Und eben auch Fran Drescher hat genau davor gewarnt. Because what's happening to us is happening across all fields of labor. Eigentlich geht es da um viel mehr als nur um höhere Löhne. Es geht um die Zukunft einer ganzen Industrie und die Frage, welche Rolle KI dort künftig spielen wird. Die Filmindustrie könnte somit richtungsweisend sein, auch für andere Branchen. This is a very seminal hour for us. Dennis, vielen lieben Dank, dass du hier warst im Studio. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Und hier jetzt noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megahertz. Megahertz taucht jede Woche tief in Zeitfragen ein, zu Gesellschaft, Psychologie, Gesundheit und ganz viel mehr und immer mit interessanten Gästen. Abonniere NZZ Megahertz auf deiner gängigen Podcast-Plattform und folg uns auch auf Instagram unter NZZ Megahertz. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.